Willkommen, liebes Publikum, zu unserem nächsten Panel, in dem drei Buchstaben im Mittelpunkt stehen: C, D, R. Eine ganz wesentliche Frage im Zusammenhang mit Datenökonomie ist ja die nach einem verantwortungsvollen Umgang mit Daten. Wie Unternehmen diesem Anspruch gerecht werden können, über gesetzliche Vorgaben hinaus, das beschreibt die Corporate Digital Responsibility Initiative, CDR. Unternehmen verpflichten sich dabei freiwillig zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Daten. Wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Mitglieder der CDR-Initiative gehen gemeinsam eine Lernpartnerschaft ein und möchten sich weiterentwickeln. Die Messlatte ist dabei der Kodex der Initiative, die beteiligten Unternehmen mit ihrem Beitritt unterzeichnet haben. Auf das Thema gehen wir gleich näher ein. Vier Mitglieder der CDR-Initiative werden Ihnen ihre Thesen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten einmal vorstellen. Zunächst möchten wir aber die Perspektive der Bundesregierung kennenlernen. Wir freuen uns sehr, dass die Bundesministerin für Verbraucherschutz uns ein Video-Statement zu diesem Thema geschickt hat. Hier ist das Video von Bundesministerin Steffi Lemke. Bitte sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmer des Digitalgipfels, ob beim Nutzen eines Smartphones, beim Online-Shopping oder im Smart Home. In der digitalen Welt werden täglich unzählige Daten generiert. Diese Daten können einerseits für die Gesellschaft und für den Umweltschutz genutzt werden. Sie können zum Beispiel zur Förderung klimafreundlicher Verkehrsmittel oder zum besseren Verständnis von nachhaltigem Konsum beitragen. Die gigantische Datenmenge birgt aber auf der anderen Seite auch wirklich große Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher, zum Beispiel in Bezug auf den Schutz ihrer Daten. Unternehmen sind hier strukturell im Vorteil. Das zeigen die mittlerweile vollkommen gängige Tracking- und Profiling-Technologien von Nutzerinnen und Nutzern sowie teilweise manipulierende Praktiken bei der Webseitengestaltung. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen deshalb im digitalen Raum umfassend geschützt werden. Als Verbraucherschutzministerin setze ich mich deshalb für starke, durchsetzbare Online-Verbraucherrechte ein. Ich möchte Fairness, Wahlfreiheit und Transparenz in der digitalen Welt stärken. Dabei spielt Regulierung eine wirklich wichtige Rolle, in diesem Fall vor allem europäische Regulierung. Ein paar Beispiele. Produkte sollen online so sicher werden wie im Laden. Dazu soll die gerade in Brüssel verhandelte Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit beitragen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen besseren Zugang zu Daten und zur Nutzung von Daten auf smarten Geräten bekommen. Dem soll das Europäische Datengesetz dienen, der Data Act, der derzeit in Brüssel verhandelt wird. Mein Ministerium setzt sich dabei dafür ein, dass Daten nicht als bloße Handelsware behandelt werden. Stattdessen sollen die Daten zum Beispiel für Reparatur und Wartung von smarten Geräten genutzt werden. Und dafür sollen Anreize gesetzt werden. Künstliche Intelligenz soll von vornherein diskriminierungsfrei und verbrauchergerecht gestaltet werden. Darum geht es bei der geplanten KI-Verordnung. Und zu guter Letzt nimmt der jüngst beschlossene Digital Services Act Plattformbetreiber stärker in die Verantwortung. Er verbietet unter anderem irreführende Gestaltungspraktiken. Neben der notwendigen Regulierung gibt es viel Raum für freiwilliges, unternehmerisches Engagement für eine digitale Transformation, die Verbraucheranliegen, Nachhaltigkeitsanliegen und soziale Belange berücksichtigt. Technologien entwickeln sich schnell weiter. Das bedeutet eine besondere Verantwortung für Unternehmen. Bei der Gestaltung ihre Angebote sollten diese sich als Teil der Gesellschaft verstehen, ihr eigenes Tun und dessen gesellschaftliche Auswirkungen regelmäßig hinterfragen und sich weiterentwickeln. Das wird in dem Motto der heutigen Veranstaltung deutlich.
machen und verantworten. Die Corporate Digital Responsibility Initiative soll dafür mit ihrem Kodex Orientierung geben und als Plattform der Weiterentwicklung dienen. Einzelne Mitglieder stellen heute Thesen vor, die ihr Verständnis von einem freiwilligen, verantwortlichen Umgang mit Verbraucherdaten illustrieren. Unternehmerische Weiterentwicklung darf nicht nur vom technisch Möglichen bestimmt werden, sondern es muss dem Zielbild des gesellschaftlich Vertretbaren folgen. Das wäre ein wichtiger Schritt in Richtung einer fairen digitalen Welt, in der Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher auf Augenhöhe agieren. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne spannende Anregungen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Also, ja, natürlich gibt es da einen Applaus für Bundesministerin Steffi Lemke. Wir haben gesehen, das Thema hat im Bundesministerium für Verbraucherschutz eine große Priorität. Und wir danken ganz herzlich Steffi Lemke für dieses Statement. Ja, die Fragestellungen, liebe Gäste, rund um das Thema verantwortungsvoller Umgang mit Daten sind vielfältig, so vielfältig wie die Daten selbst. Da geht es entlang der unterschiedlichen Ziele des CDR-Kodex unter anderem um Bias, um Verbrauchersouveränität, um Anonymisierung von Daten, um Cyberresilienz und vieles mehr. Schauen wir uns dazu zur Einordnung zunächst mal einen kurzen Film an. Wer soll in Zukunft unser Leben bestimmen? Menschen? Oder Maschinen? Denken? Oder Daten? Kreativität? Oder Code? Wer wird in Zukunft unser Leben bestimmen? Der digitale Wandel braucht neue Regeln. Aber wie gestalten wir die Digitalisierung zum Wohle aller? Wie stellen wir sicher, dass nicht nur Technik und Technologien die Richtung vorgeben, sondern wir die Potenziale der Digitalisierung nutzen? Um unser Klima zu schützen? Barrieren abzubauen? Selbstbestimmung zu ermöglichen und die digitale Welt fair zu gestalten? Mit dem Corporate Digital Responsibility Codex übernehmen führende Unternehmen ihre Verantwortung für den digitalen Wandel. Ethischer Umgang mit Daten, Inklusion, Klimaschutz. In jährlichen CDR-Berichten informieren Sie über Ihr Engagement und Best Practices. Das Ziel: den Menschen ins Zentrum des digitalen Wandels stellen. Das Versprechen: Digitalisierung mit Verantwortung. Alles zur Corporate Digital Responsibility Initiative unter cdr-initiative.de. Ja, meine Damen und Herren, wie das aussehen kann, wenn Unternehmen Verantwortung für Daten übernehmen, das wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Vier Vertreter von Mitgliedsunternehmen der CDR-Initiative präsentieren jetzt mal, wie sie das handhaben. Und zwar sind das die Unternehmen ING Deutschland, Barma, Otto Group und Telefonica Deutschland. Und ich darf als erstes Thomas Bieler auf die Bühne bitten. Er ist Verbraucherschutzbeauftragter bei ING Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Bieler. Ich grüße Sie. So, bitteschön. The floor is yours. Ja, okay, meine Damen und Herren, ein wichtiges Ziel des CDR-Kodex, mit dem wir uns in der Initiative beschäftigen, auf dem wir uns verpflichtet haben, ist es im Umgang mit Daten, Verzerrungen von Datenanalysen, sogenannte Biases, zu vermeiden und aktiv ihnen entgegenzuwirken. Ich möchte hierzu eine These aufstellen, und zwar, dass es, um Biases zu verhindern, zum einen ethische Leitlinien braucht, zum anderen aber auch klar definierte, harte Prozesse, die berücksichtigt werden müssen. Was ist ein Bias? Wir Menschen neigen ja dazu, Vorurteile zu haben, die auch unsere Entscheidungen beeinflussen. Und oft ist das unbewusst, man spricht dann auch von einem unconscious bias. Deshalb versuchen wir mit Maschinen es zu objektivieren. Das Problem ist nur, dass auch Maschinen, also algorithmische Systeme, KI-Systeme, durchaus Biases und Vorurteile haben können. Und man spricht da auch dann von systemischen Verzerrungen. Wie kann so etwas aussehen, so ein Bias? Ein kurzes Beispiel aus den USA, was recht gravierend ist. Es gibt dort eine Software,
die Richter dabei unterstützt, eine Prognose über das Rückfallrisiko von Straftätern abzugeben. Und es hat sich gezeigt in der Praxis, dass diese Software einen Bias hat in der Richtung, dass sie Leuten mit dunkler Hautfarbe eine schlechtere Prognose gibt als Menschen mit heller Hautfarbe. Also eine sehr, sehr gravierende Auswirkung einer solchen Verzerrung. Was können die Gründe dafür sein? Also es gibt meist zwei Hauptgründe. Das eine ist, dass der Bias schon in das Programm mit eingebaut wird über die Programmierenden, dass sie also ihre Vorurteile verfestigen in dem System. Oder dass eben Daten nicht sauber sind, sondern schon einen Bias haben und sozusagen in dem System verfestigt werden und dann wirklich das Problem hat, dass die Software wirklich konstant entscheidet, aber auch konstant falsch entscheidet. Die Folgen, wir haben es an dem einen Beispiel gesehen, für die Menschen ist natürlich eine Diskriminierung. Das kann von leichten Folgen wie vielleicht einem niedrigeren Disporahmen bis hin zu einer längeren Haftstrafe reichen. Deshalb ist es halt sehr wichtig, solche Biases zu vermeiden. Aber es gibt natürlich auch Implikationen für die Unternehmen. Es können wirtschaftlich falsche Entscheidungen aus solchen Systemen entstehen. Es gibt Reputationsrisiken und es kann gehen bis zu rechtlichen und finanziellen Sanktionen. Deshalb ist es wichtig, solche Biases zu bekämpfen, sage ich mal. Und wie können diese vermieden oder zumindest erkannt und beseitigt werden? Dazu möchte ich, könnten Sie eins weiterklicken, bitte? Ja. Genau, das ist schon die richtige Folie. Dazu möchte ich Ihnen drei Maßnahmenstufen vorstellen, mit denen wir zum Beispiel die unterschiedlichen Härtegraden arbeiten. Das ist also keine Theorie, sondern das ist ein Modell, was wir in der ING, in der Bank halt berücksichtigen. Die erste Maßnahmenstufe sind Schulungen. Wir sensibilisieren, so möchte ich es überschreiben, unsere Mitarbeitenden dafür, auf solche Verzerrungen zu achten. Also wir führen E-Learnings durch mit konkreten Fallbeispielen. Wir geben Leitfäden zur Entscheidungsfindung und wir unterstützen auch durch ein sogenanntes Data Ethics Council. Die Zielgruppe sind dabei nicht nur die Entwicklerinnen und Entwickler von Systemen, sondern auch die, die sie nutzen. Und es gibt da Antworten auf Fragen wie: Was bedeutet Datenethik oder auch, warum kann etwas, was legal ist, aber ethisch letztendlich betrachtet schädlich sein, sowohl für die Kundinnen und Kunden als auch für das Unternehmen. Und außerdem gibt es noch eine Unterstützung, wenn es Zweifelsfälle gibt, durch ein sogenanntes Data Ethics Council. Die zweite Maßnahmenstufe ist da schon etwas härter. Ich habe sie überschrieben mit Rahmensätzen. Hier geht es um Maßnahmen mit einem gewissen Empfehlungscharakter. Es gibt bei uns zum Beispiel eine sogenannte Model Ethics Guidance. Da definieren wir einen ethischen Referenzrahmen für die Gestaltung von KI-Modellen. Dort werden zum Beispiel Werte und Prinzipien beschrieben, mit denen wir bei solchen Modellen arbeiten wollen. Zum Beispiel Begriffe wie Fairness und Erklärbarkeit spielen dabei eine Rolle. Die Zielgruppe dieser Guidelines sind dann alle die mit KI-Modellen zu tun haben in ihrem Alltag. Die dritte und härteste Stufe möchte ich mit Verpflichten überschreiben. Hier geht es wirklich um ganz konkrete Regeln, die eingehalten werden müssen, eben auch um Biases zu erkennen und aus den Systemen rauszubekommen. Wir haben zum Beispiel eine Model Risk Management Policy, also das wird bei uns auch stark aus der Risikoperspektive betrachtet, die klare und ganz verbindliche Regeln für die Einführung und auch die regelmäßige Überprüfung von KI-Modellen vorsieht. Es gibt da einen sogenannten Model Lifecycle mit festen Prüfschritten, der jedes Jahr durchlaufen werden muss und wo dann die Ergebnisse auch ganz klar und prüffest dokumentiert werden müssen. Und es gibt auch ganz klare Rollen und Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Betrieb von KI-Modellen. Soweit unser Drei-Stufen-Modell. Es gibt natürlich nie eine absolute Sicherheit, um Biases zu vermeiden. Aber ich denke, diese Mischung aus ethischen Leitplanken und verbindlichen Prozessen zeigt schon, dass man einiges dagegen tun kann, um solche Verzerrungen zu beseitigen. Und dass es auch in der Praxis umsetzbar ist. Wir tun es ja jeden Tag sozusagen. Und was dann, denke ich, der Beweis für meine eingangs aufgestellte These wäre. So, jetzt habe ich was zum Thema Bias erzählt. Da geht es darum, falsche Entscheidungen zu vermeiden. In dem nächsten Slot, den wir jetzt haben, geht es darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und was es dafür braucht und wie das zum Beispiel im Gesundheitswesen umsetzbar ist, das erklärt uns jetzt Maria Hinz von der BARMER. Vielen Dank. Dankeschön erstmal, Herr Bieler. Danke sehr.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Maria Hinz, Digitalkoordinatorin bei der BARMER. Und ich möchte heute, wenn wir die Folien sehen, gerne darüber sprechen, wie transparente Daten dazu beitragen können, dass wir souveränere Entscheidungen treffen können in kritischen Bereichen wie beispielsweise der Gesundheit. Die Digitalisierung trifft uns in allen Bereichen, in allen Branchen. Dabei sind Daten immer Dreh- und Angelpunkt. Und wir müssen auf unsere Daten auch zugreifen können, um diese nutzen zu können, um Entscheidungen zu treffen. Daran arbeiten wir bei der BARMER. Denn im Gesundheitswesen sind unsere Daten wohl verwahrt in den Aktenschränken dieser Republik. Wir kommen aber nicht dran. Und deshalb stellen wir Möglichkeiten zur Verfügung, um den Menschen ihre Daten zugänglich zu machen. Denken Sie einmal ans Online-Shopping. Wir verfolgen unsere Pakete bis vor unsere Tür oder sogar vor die Fußmatte. Im Gesundheitswesen ist das noch nicht der Fall. Krankenkassen und die Antragsprozesse sind immer noch eine Blackbox für viele Menschen. Und in Kundenreisen haben wir erfahren, dass die Menschen sich dabei hilflos fühlen und nicht Teil des Prozesses sind. Das ändern wir zum Beispiel durch den Kompass in unserer BARMER-App, wo wir Menschen live die Antragsprozesse mitverfolgen lassen. Denken Sie einmal an Ihr letztes Gespräch in einer Arztpraxis zurück. Wissen Sie immer, was die Ärztinnen und Ärzte da über Sie aufschreiben? Und wissen Sie, was Sie am Ende abrechnen? Wenn Sie privat versichert sind, bekommen Sie noch eine Rechnung in die Hand. Sind Sie gesetzlich versichert, erfolgt die Abrechnung direkt mit den Krankenkassen. Sie werden also nie erfahren, was da abgerechnet wurde. In der Kostenübersicht in der BARMER-App können Sie tatsächlich sehen, was abgerechnet wurde, können die richtigen Fragen stellen und verstehen auch viel, viel besser den Wert, den diese gesundheitliche Versorgung hat. Das Kernstück der Digitalisierung im Gesundheitswesen ist natürlich die elektronische Patientenakte. Der Opt-out ist gerade beschlossen worden. Jetzt diskutieren wir das Wie der Einführung. Diese Patientenakte wird die Beziehung zwischen Ärztinnen und Ärzten, Patientinnen und Patienten und auch Kliniken enorm verändern. Denn zum ersten Mal können wir Daten selber zusammenführen an einem sicheren Ort. Wir können diese Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung stellen und wir können sie eventuell sogar der Forschung spenden und so die Versorgung selber verbessern. Damit diese EPA aber fliegen kann, braucht es noch einiges. Wir müssen zum Beispiel das Thema Opt-out breiter denken. Was hilft es uns, wenn plötzlich ganz, ganz viele Menschen eine elektronische Patientenakte haben? Sie müssen sie auch nutzen wollen und das funktioniert nur, wenn da auch Ihre Daten mit drin sind. Das heißt, auch die Befüllung muss eigentlich verpflichtend werden. Sie muss für Ärztinnen und Ärzte praktikabel sein. Nur so werden wir sie mit an Bord holen können. Und am Ende müssen mündige Patientinnen und Patienten verstehen, wozu sie überhaupt ihre Daten dort ablegen, sie mit Fachärztinnen und Fachärzten teilen sollen und eventuell eben sogar für die Forschung spenden sollen. Und an dieser Frage unter anderem arbeiten wir in der BARMER und arbeiten wir auch in der CDR-Initiative. Und nun möchte ich abgeben an Dr. Simon Menke von der Otto Group, der sich einmal damit auseinandersetzt, wie Datentreuhänder die verantwortungsvolle Nutzung von Daten unterstützen können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Maria Hinz von der BARMER. Dankeschön. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Einmal den Ticker. Hier ist der. So. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen hier meine These. Ich halte es mal ein bisschen kürzer, sonst sind die 5 Minuten, die mir gegeben wurden, vorbei. Also es geht darum, dass wir bei der Otto Group sagen, dass der Konflikt zwischen der von der Verarbeitung von Daten ausgeht, einerseits auf Basis der Nutzbarkeit von Daten für Unternehmen und der Risiken, die es für Verbraucher gibt, durch sehr, sehr gute technische und organisatorische Maßnahmen aufgelöst werden kann, insbesondere durch die Synthetisierung von Daten und die Verarbeitung von Daten durch Datentreuhänder. Wir als Otto Group betreiben, wie Sie hoffentlich alle wissen, eine Vielzahl von Online-Shops. Wir sind aber nicht nur Online-Shop-Betreiber.
Wir sind Payment-Anbieter, wir machen die Lagerlogistik, wir übergeben die Pakete auf der letzten Meile. Das bedeutet, wir bilden die ganze Wertschöpfungskette im Rahmen des E-Commerces ab. In dem Bereich fallen eine Unmenge an Daten an und es ist für uns existenziell, dass wir diese Daten zur Verbesserung unserer Produkte nutzen können, insbesondere auch im internationalen Marktumfeld. Dass von der Nutzung von Daten, und Frau Lemke hat es schon angesprochen, für Verbraucherinnen und Verbraucher große Risiken ausgehen, das brauche ich eigentlich keinem zu erläutern. Und das passiert natürlich insbesondere dort, wo sehr, sehr große Datenbasen anfallen, wo Daten zusammengeführt werden, wo sehr große Profile gebildet werden könnten. Und dort sind Daten unglaublich schützenswert. Ich habe Ihnen mal eine Folie mitgebracht, was wir bei der Otto Group als einen Use Case machen, wie solche Daten geschützt werden können. Und wie wir auf Basis sehr gut geschützter Daten dann auch Use Cases entwickeln können, die sowohl den Verbraucherinnen und Verbrauchern als auch uns als Unternehmen und darüber hinaus auch übergeordneten Interessen dienen können. Sie sehen auf der linken Seite einmal die Datenquelle. Das können bei uns zum Beispiel Bestellinformationen in einem Backend sein. Die sind einer Kundennummer zum Beispiel zugeordnet. Diese Kundennummer zuzüglich der Bestellinformationen geben wir an eine sogenannte Trusted Third Party. Und diese Trusted Third Party, die verwaltet einen Verschlüsselungsalgorithmus. Auf diesen Verschlüsselungsalgorithmus haben wir keinen Zugriff. Der verschlüsselt den sogenannten Identifier, also zum Beispiel die Kundennummer. Und dann gehen die Daten weiter zu einem Datentreuhänder. Und dieser Datentreuhänder ist eine vollständig unabhängige Instanz, die vollkommen abgekoppelt von sämtlichen anderen Systemen ist und die diese Daten hoheitlich als Treuhänder verarbeitet. Vielleicht das auch ein Link. Morgen wird ja, glaube ich, auch das Dateninstitut vorgestellt. Dort sollen ja solche Varianten auch gefördert werden. In diesem Datentreuhänder können die dort gespeicherten Daten dann synthetisiert werden. Das bedeutet, sie werden eigentlich einmal durcheinander gemixt, dass sie statistisch immer noch die gleichen Verhältnisse zueinander aufzeigen und am Ende des Tages auswertbar sind, aber keine an sich personenbezogenen Daten mehr darstellen, sprich die Daten dort an dieser Stelle anonymisiert sind. Was können wir auf diesen anonymisierten Datenbasen machen? Wir können da Auswertungen drauf fahren, wir können Algorithmen auf diesen Datenbasen bilden. Und ich habe Ihnen mal zwei Use Cases mitgebracht, die das eigentlich ganz gut veranschaulichen. Der eine Use Case ist derjenige, dass wir Größenprognosen darauf bilden. Wenn Kundinnen und Kunden bei uns einen Artikel bestellen und wir sehen, dass der retourniert wird und dieser Artikel dann in einer anderen Größe wieder bestellt wird, dann haben wir einen ganz harten Indikator dafür, dass zum Beispiel ein Schuh groß oder klein ist. Dann können wir das im Frontend, im Online-Shop, können wir das anzeigen. Und dadurch bekommt der Kunde dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bestelle den Schuh vielleicht größer oder kleiner. Das hat zur Folge, dass die Retouren verringert werden. Also wir konnten in einem signifikanten Maße dadurch Retouren reduzieren. Durch die Reduzierung der Retouren wird CO2 eingespart und auf unserer Seite fallen halt die Retourenkosten nicht an. Ein zweites Beispiel ist die Bildung einer Absatzprognose. Wir können auf Basis historischer Daten gewisse Absatzprognosen für gewisse Landesbereiche tätigen und können dann intelligent Warenbevorratung dort machen. Was zur Folge hat, dass wir berechnen können, an welchen oder in welchen Gebieten werden welche Warenkategorien bestellt und dadurch die Transportwege verringern. Durch die Verringerung der Transportwege haben wir wiederum eine CO2-Einsparung. Wir liefern schneller. Durch die schnellere Lieferung reduzieren wir statistisch gesehen am Ende des Tages die Retourenquote, was für uns dann auch wieder positiv ist. Also zwei Beispiele dafür, dass man auf sehr, sehr gut geschützten Daten, die über das Gesetz hinaus geschützt sind, Datenverarbeitung machen können und das Ergebnis der Datenverarbeitung sowohl für Verbraucherinnen und Verbraucher als auch für uns als Unternehmen und zusätzlich übergeordnete Werte wie die Umwelt zum Beispiel positiv sein können. Das war mein Pitch und ich würde jetzt an unseren lieben Kollegen Philippe von Telefonica überleiten, der ein ganz, ganz wichtiges Thema hat, nämlich Resilienz und Cybersicherheit. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Danke, Simon. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Präsentation. Herzlich willkommen, Herr Gröschel. Danke. Hallo, mein Name ist Philipp Gröschel. Ich bin von Telefonica und beschäftige mich in meiner These mit dem Thema Resilienz und bin übrigens auch für eine resiliente Tagesplanung insoweit verantwortlich, dass ja bald die Mittagspause beginnt, in die ich Sie dann fast bald entlassen darf. Aber zunächst zu meiner These. Der Klicker, jetzt muss ich ihn wiederholen. Danke, Frau Frohloff. Ja,
Meine These ist im Prinzip, dass wir für eine Resilienz und die resiliente Nutzung digitaler Technologien ein ganzheitliches Governance-Modell brauchen. Das ist erstmal nicht spektakulär. Was wir aber sehen im Telekommunikationsmarkt und beim Betreiben und Bauen von digitalen Infrastrukturen, ist natürlich, dass das Thema Resilienz in der Vergangenheit sehr, sehr stark technisch-organisatorisch bearbeitet wurde. Die Telekommunikationsnetze sind von Grund auf sehr resilient aufgebaut, denn die Verfügbarkeit dieser Netze spielt für uns alle, auch als Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Wirtschaft, eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Und natürlich sind diese Netze in gewisser Art und Weise auch schon vor dem Jahr 2022 immer ein Magnet für Cyberangriffe und Attacken gewesen, weil sie eben so eine relevante, kritische Rolle auch für unsere Gesellschaft spielen. Deswegen gibt es sehr viele technisch-organisatorische Maßnahmen, die natürlich auch mit Behörden zusammenarbeitet werden. Es gibt einen Sicherheitskatalog von der Bundesnetzagentur und dem BSI. Es gibt Sicherheitskonzepte, die mit den Behörden abgestimmt sind. Und hier einen engen Austausch, der letztlich durch diese vielen organisatorisch-technischen Maßnahmen es auch bisher immer sichergestellt hat. Wir kennen das selbst als Nutzerinnen und Nutzer, dass die Verfügbarkeit der Telekommunikationsnetze eben sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Es ist noch dazu so, dass die Netze als solches in ihrer Grundstruktur sehr, sehr resilient aufgebaut sind. Auch diesen Punkt muss man bedenken. Wir haben in Deutschland ja nicht nur ein Mobilfunknetz, sondern sogar drei, die komplett unabhängig voneinander und absolut redundant zueinander aufgebaut sind. Und durch diese sehr starke Diversität, die wir in der digitalen Infrastruktur sehen, verfügen wir natürlich hier auch über eine sehr hohe Resilienz. Das Internet insgesamt mit seiner dezentralen Struktur, mit dem Aufbau hunderter, tausender Peering-Points und Server-Infrastrukturen ist maximal resilient, divers und redundant. Und das erhöht natürlich auch die Verfügbarkeit für Verbraucherinnen und Verbraucher oder sichert sie dauerhaft ab. Was aber neu ist bei diesem Governance-Modell, und das ist der Punkt auch meiner These, ist, dass diese rein technisch-organisatorischen Maßnahmen langfristig nicht mehr ausreichen, sondern dass es noch stärker auf die Zusammenarbeit ankommt zwischen den Unternehmen, den Verbraucherinnen und Verbrauchern und auch dem Staat. Und daher möchte ich jetzt lenken den Blick sozusagen auf insbesondere zwei Themen, wo wir Entwicklungspotenzial sehen und das auch schon bearbeiten. Das eine ist eine Stärkung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Keiner von uns will die Fotos, die er auf seinem Smartphone hat, verlieren, weil er Opfer eines Sicherheitsvorfalls geworden ist. Keiner möchte seine Kontaktdaten verlieren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, Verbraucherinnen und Verbraucher auch zu unterstützen mit Produkten, mit Cloud-Backups, mit Software-Updates, aber natürlich auch mit entsprechenden Sicherheits-Apps, um selbst die Sicherheit auf dem eigenen System, auf dem eigenen Smartphone zu erhöhen. Die zweite These oder der zweite Teil ist aber auch die Zusammenarbeit der Unternehmen untereinander. Was wir heute noch nicht in Deutschland haben, ist ein sogenanntes Lagezentrum, in dem wirklich auch Sicherheitsvorfälle ermittelt und untereinander ausgetauscht werden. Wenn es einen Sicherheitsvorfall gibt, beispielsweise bei uns im Netz oder bei unserem CDR-Partner Deutsche Telekom, die auch Partner der CDR-Initiative sind, dann würde es natürlich sehr gut, sehr vorteilhaft sein, wenn es einen Austausch gäbe, damit die Unternehmen sich untereinander auf Sicherheitsvorfälle vorbereiten können, informieren können über das aktuelle Lagegeschehen. Und daher schlagen wir auch vor, so ein Lagezentrum mit aufzubauen. Und das ist eine Idee, die sozusagen auch im Rahmen des CDR-Umfelds weiterentwickelt werden soll. Und freuen uns als stolzes Mitglied seit 2008 in der CDR-Initiative, dass genau die Plattform, CDR-Plattform, diese Initiative eben ein Raum ist, um solche Ideen zu entwickeln und auch mit anderen Unternehmen aufzusetzen. Und da möchten wir gerne weitermachen. So viel zum Thema Resilienz. Und jetzt, bald geht's, Stichwort resiliente Tagesplanung, zur Mittagspause. Aber zuvor darf ich nochmal an Sie, Frau Frohloch, übergeben, zur Abschlussmoderation. Ganz herzlichen Dank, Herr Gröschel. Danke sehr für diese tolle Präsentation. Danke. Wir bedanken uns bei allen vier Speakern natürlich für diese Einblicke, die sie uns gegeben haben. Und es war interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Herausforderungen sind in den Unternehmen, in den Branchen im Umgang mit oder mit dem verantwortungsvollen Umgang mit Daten. Aber wir haben eben auch viele interessante, tolle, neue Lösungsansätze kennengelernt. Was nehmen wir mit? Wir haben für Sie jetzt nochmal die vier wichtigsten Punkte ganz kurz zusammengefasst in einem Chart. Für einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten in Unternehmen braucht es ethische Leitlinien und definierte Prozesse. Wir brauchen Transparenz, das ist der zweite Punkt. Wir brauchen Anonymisierung und Verschlüsselung von Daten.
Der dritte Punkt und der vierte, verstärkte Cyberresilienz in Unternehmen, haben wir gehört. Also das nur ganz kurz nochmal zusammengefasst. Diesen One-Pager finden Sie übrigens auch auf unserer Gipfel-App oder auf der Homepage der CDR-Initiative.